Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Kyurem. Welche Konter braucht man? Wie viele Spieler braucht man? Ihr kennt das Spiel. Auf jeden Fall kommt Kyurem erstmal in die Fünfer-Raids und zwar am 1. Dezember um 22 Uhr bis 1. Januar 22 Uhr. Nun ein paar Fakten zu Kyurem. Das Pokémon ist von Drache Eis. Wenn ihr ein wettergeboostetes haben wollt, müsste es windig oder schneien. Aktuell ist das ja auch in Deutschland möglich, dass es schneit. Seine Schwächen sind Kampf, Gestein, Drache, Stahl und Fee. Dieses Pokémon hat ja auch Resistenzen. Ihr solltet also keine Elektro-, Pflanze- oder Wasserattacken einsetzen, weil die machen dann nur 63% Schaden. Seid ihr starke 100er-Sammler, dann wäre hier ein 100er ohne Wetterboost bei 2042 und mit Wetterboost bei 2553. Wie viele Spieler braucht man, um dieses Pokémon zu besiegen? Also zu zweit Level 40 ist sehr schwer. Sollte man also möglichst nicht machen, sondern vielleicht lieber zu gucken, dass man den, wenn dann überhaupt, zu dritt mit Level 40ern Spielern macht. Ansonsten, desto mehr Spieler, desto niedriger könnt ihr mit dem Level gehen. Ich denke, so im Durchschnitt Level 30 zu 6 ist okay. Also wenn ihr zum Beispiel zwei Level 40er dabei habt, dann könnt ihr auch ein paar schwachere Spieler mitnehmen. Ihr könnt dieses Pokémon auch zu zweit mit Level 40er Kontern besiegen, indem ihr einen Wetterboost habt. Also wie zum Beispiel es schneit oder es ist bewölkt im Spiel, dann habt ihr einen Wetterboost auf die Typen Stahl oder Kampf und dann habt ihr ja dann 20% mehr Schaden auf diese Attacken. Als nächstes komme ich zu den Kontern. Und zwar von hinten gesehen, auf Platz 18 haben wir zum Beispiel Latios, dann Palkia, Megaglurak X, Hariyama, Gardevoir, Stadobor, Genesect, Maxax und Ramaidon auf Platz 10. Auf Platz 9 befindet sich Megaglurak Y, dann kommt Terrakium, Zekrom, Rihornior, Machomai, Dialga, Meistergriff, Metagross und auf Platz 1 Lucario. Kommen wir nun zum Nutzen von diesem Pokémon. Ich habe euch hier wieder eine Tabelle eingeblendet, bei dem könnt ihr sehen, welche Pokémon den meisten Schaden pro Sekunde machen mit Drachenattacken. Ich habe euch diesmal zwei Seiten mitgebracht. Auf der zweiten Seite seht ihr auf dem ersten Platz Mega Rayquaza. Er ist im Endeffekt der stärkste Drachenangreifer, der den meisten Schaden pro Sekunde austeilt. Ihr findet Kyurem hier leider nicht, weil es macht einfach viel zu wenig Schaden, es hat einfach zu wenig Angriff, würde ich sagen. Wie schlägt sich dieses Pokémon in PvP? Also in der Superliga hat es das Pokémon ja vorher nicht gegeben. Bisher hatten wir das Pokémon ja immer nur aus Raids bekommen und wenn das Pokémon aus Raids kommt, dann ist es Level 20 oder Level 25, da ist die WP zu hoch. Jetzt könnte es aber sein, dass ihr das Pokémon aus der Go-Kampf-Liga bekommen könnt. Aber wenn ihr einen 100er bekommt, ist es schon bei 1532 WP. Also da müsste man auch ein ziemlich schlechtes bekommen. Aber man will ja sowieso ein 10, 15, 15, wenn überhaupt. Aber den Rang kann ich euch hier leider noch nicht nennen. Dafür gibt es noch keine Daten. Oder ist es wirklich so schlecht, dass es gar nicht angezeigt wird? Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Pokémon in der Hyperliga auf Platz 148. Also definitiv ziemlich schlecht. Und erst in der Meisterliga ist es dann auf Platz 59. Megarex Blizzard kommt in die Megaraids und Turtok wird entfernt. Da möchte ich euch aufzeigen, wie viele Spieler ihr braucht, weil es hieß, man könnte das Ding ja solo schaffen. Und ich möchte euch auch die Konter zeigen. Dieses Pokémon kann man zwar alleine schaffen, ist aber nicht immer machbar. Ihr solltet also schon mindestens einen Wetterboost haben, vielleicht auch ein Mega-Pokémon und vielleicht sogar noch einen Freundschaftsbonus. Ja, einen Freundschaftsbonus solo kann man ja nicht haben. Deswegen sollte man eher gucken, dass man den vielleicht einfach zu zweit macht, weil dann hat man auch den Freundschaftsbonus, weil ja, beste Freunde macht halt einfach mehr Schaden. Kommen wir nun zu den Kontern. Auf Platz 9 findet ihr Logok, 8 Lavados, dann Entei, Skelabra, Flampivian, Reshiram, Mega Hundemon,
Mega Glurak X und Mega Glurak Y auf Platz 1. Das ist im Endeffekt ja nicht die einzigste Änderung an den Raid-Bossen. Es gibt ja auch einen ganz neuen Raid-Boss aus der Generation 6, was ganz, ganz, ganz groß angekündigt worden ist. Es ist Psyo. Ja. Ich weiß. Ganz tolles Pokémon. Sehr mysteriös. Ja, nächstes Mal schreibt doch bitte einfach rätselhaft. Seit gestern können wir endlich nun Level 41 erreichen. Dies ist aber nur möglich, wenn ihr die Aufgabe 30 Raids gewinnt, abgeschlossen habt. Und genau seit diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme an Raids massiv angestiegen. Und deswegen könnte es sein, dass wir am Anfang noch relativ viele Leute finden, die raiden wollen. Und wenn sie dann Level 41 sind, wollen sie sich wahrscheinlich auf andere Aufgaben konzentrieren. Falls ihr eine Raid-Gruppe sucht, in der Videobeschreibung findet ihr meine Telegram-Raid-Gruppe. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.